ist ja hier ein Regen. Willkommen zu einer neuen Folge von Live in the Woods. Und ich habe hier gerade schon mal ein bisschen rumgeguckt, wie wir jetzt hier überhaupt weitermachen können. Also den Kopf habe ich mir so ein bisschen zerbrochen. Nicht allzu lange, aber so ein bisschen halt. Und wir schauen hier, soweit man das erkennen kann, in ein tiefes, tiefes, tiefes Tal und in eine Wüste, die wir nun schon kennen. Und wir müssen jetzt irgendwie gucken und das irgendwie gebacken kriegen, dass wir diese Strecke hier runterbauen. Was uns da behilflich sein könnte, ist dieser Hügel da, dieser Berg, diese Anhöhe, wie auch immer, die uns da vielleicht ein bisschen unterstützen kann. Fakt ist folgendes, deswegen habe ich die Zahlen hier auch aufgerufen. Man sieht es jetzt im Display nicht so richtig oder auf dem Bildschirm nicht richtig, weil mein Bild davor ist. Aber wir sind auf einem Y-Wert von 110, ich mache das mal aus, und bei einem X-Wert von 1426. Der X-Wert und der Y-Wert werden eine Rolle spielen, der Z-Wert nicht so, weil der Z-Wert einfach nur die Richtung der Bahnstrecke weiter wiedergibt in Zahlen. Aber wie gesagt, das ist ja sowieso klar, wo die Bahn hingeht. Das heißt, die geht ja nur geradeaus. Es ist halt nur die Frage, welche Höhe diese Bahnlinie haben soll. Und deswegen kann es sein, dass hier jetzt ein bisschen der Architekt nachher durchkommt. Aber erstmal müssen wir hier runterkommen. Oder wir warten erstmal, bis es aufhört zu regnen. Ich glaube, wir machen jetzt... Deswegen haben wir das Bett mitgenommen. Kann man noch besser reden. Oh nein, es ist Tag. Ich fasse es nicht. Es ist Tag. Es ist gar nicht Nacht. Es ist Tag und es regnet wie Hulle. Hoffentlich wird es bald Nacht. Oh Mann, ist das nervtötend. Wie kommen wir denn jetzt hier runter? Oh Gott. Ich will doch... Ey, es fühlt sich unglaublich komisch an. Wie soll ich denn da runterkommen? Also den Berg da hinten kommen wir auf keinen Fall runter. Hier kämen wir eventuell runter. Also tut mir leid, dass du das jetzt hier ertragen musst, aber ich weiß nicht, wie ich sonst machen soll. Und einen riesigen Umweg laufen will ich jetzt auch nicht. Oh. Ich mache ein bisschen die Fackel an. Wir haben ja Featherfall, ne? Wir haben ja Federn an den Füßen. So, Bahnstrecke ist da. Ah, geil. Die Fackeln sind da durch die Steine hindurch. Das ist ja cool. Durchlässige Steine. Boah, ich habe das Gefühl, ich muss hier mega gegen diesen Regen anschreien. Wie nervtötend. Aber das sagte ich bereits. Oh, Alter. Jetzt kann es aber nicht mehr so schlimm sein. Los, runter jetzt! Meine Fresse, stell dich nicht so an, Onkel Seba. Warte mal, ist hier kein Regen unter der Brücke? Kein Regen. Oh, geil. Ich will hier bleiben. Hier ist es still. Ich will einfach nur hier bleiben, unter der Bahnstrecke. Genau hier. So, hier ist ja kein Loch oder sowas, ne? Nee. Regen? Warte mal eben. Koordinaten, ich lese es vor. 1426 war die Mitte der Bahnstrecke. Wir sind jetzt bei X1424. 654, das passt ja auf jeder Seite. Das sind insgesamt dann 5. 5 Blöcke Breite. Ja. Bei 23 regnet es dann. Egal. So. Okay, wir sind auf jeden Fall unten. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken. Es kam nun ein Vorschlag von Hanne, eine meiner treuesten Zuschauerinnen, die mich seit Jahren begleitet übrigens. Ich kann es gar nicht oft genug loben. Und gar nicht oft genug hervorheben. Natürlich ist sie nicht die Einzige, aber Hanne ist eben eine von denjenigen, die schon lange dabei ist. Oh nein! Oh, Alter, das war jetzt aber gerade mega heftig. Ich kann auch gar nichts essen. Thank you.
Hast du das mitbekommen? Naja, es war ja unschwer, es nicht mitzubekommen. Also ich habe jetzt so ein bisschen... Ich möchte jetzt eigentlich am liebsten das Bett hier stehen lassen, weil ich sonst die Befürchtung habe... Egal, ich nehme es mit. Dass, wenn wir sterben, dass sie am Spawn rauskommen. Das wollen wir natürlich unter gar keinen Umständen. So, wo ist die Bahnstrecke jetzt? Welche Richtung müssen wir denn? Da müssen wir hin. Da hört sie auf, da oben. Und hier müssen wir hin. Oh Mann. Ich werde diese Bahnstrecke niemals fertigstellen können. Ich werde sie niemals fertigstellen können. Ich bin jetzt schon mit den Nerven völlig fertig. Was ist das denn hier? Oh Mann. Soll ich da runterspringen? Nein, das mache ich nicht. Ich mache das nicht. Ich werde da nicht irgendwo jetzt eine Stelle suchen, wo ich ins Wasser springen kann. Nachher klappt das nicht. Oh, ich bin mit den Nerven völlig am Ende. Aber super Aussicht, oder? Ist das nicht eine mega coole Aussicht? Die gefällt mir saugut. Wenn wir jetzt da runterfallen, müssen wir eigentlich... Was? Ach du Scheiße, ja, der ist ja nun das kleinste Problem. Das ist die Abenteuerlust, wie sie leibt und lebt. So, also wir sind unten, da wo wir hin wollten. Wo ist jetzt die Bahnstrecke? Da hinten ist sie. Da ist sie, da. Und da gehen wir jetzt auch mal eben hin. Und da werden wir uns gleich auf unsere Zahlenwerte besinnen. So, da, hier ist dieser Hügel. Wir gehen mal eben außen rum, wir gehen hier mal rum. Boah, wenn wir hier... Also daran sieht man immer wieder, wie unwegsam das Gelände ist. Nicht nur von der Hügeligkeit her. Was ist da denn? Lava? Ist das Lava? Was ist das denn für ein Lava? Boah, kommt da Lava runter. Meine Güte. So, unbekanntes Terrain. Hier waren wir noch nie. In der Nähe zwar schon, wie gesagt, aber noch nicht direkt in diesem Gebiet. So, da oben ist die Bahnstrecke. Da oben sind die Fackeln. Man sieht es. Hier irgendwo kommt die Bahnstrecke runter. Und jetzt müssen wir mal eben ganz kurz rechnen. Also, die Mitte der Bahnstrecke, boah, was habe ich denn heute, Frosch im Hals, liegt bei 1426, 1425, 1426. Genau hier ist die Mitte der Bahnstrecke. Ich setze hier einfach mal irgendwie was hin. Ich weiß noch nicht warum und wieso, aber hier ist die Mitte der Bahnstrecke, 1426. Hier muss die Bahnstrecke, wenn wir geradeaus weiterbauen, irgendwie irgendwo runterkommen. Und wir sind hier auf einer Höhe von 71. Oben waren wir auf 110. 70, 110, also 39. 39 ist der Unterschied. So. Wenn das 39... Einheiten runtergeht an der Stelle da hinten. Muss man eben gerade rechnen jetzt. 71. Schreiben wir mal eben auf, damit wir diese ganzen Zahlen auch bemerken. Unten ist es 71. Wenn wir jetzt bei diesem Wert 71 bleiben, das ist eine Differenz von 31. Differenz von 31. Wenn wir also direkt am Berg da hinten stehen und uns auf der Höhe 71 befinden... würden, was wir nicht tun leider, weil wir dann nämlich noch tiefer runtergehen. Aber wenn wir uns hochbuddeln auf 71, dann müsste eigentlich auf der Höhe 71 der Z-Wert um 31 Einheiten weiter in diese Richtung gebaut werden. Um 31 Einheiten. Dann hat man nämlich zwei Seiten. Das ist quasi ein gleichschenkliges Dreieck. Jetzt kommt der super Architekt hier zum Vorschein. Mega Ahnung, mega gebildet. Also mega ultra. Kaum zu erreichen. Also 31, 31 runter. 31 in diese Richtung. Dann haben wir zweimal 31. Und dann hätten wir ein gleichschenkliges Dreieck, wo man dann gleichmäßig nach oben bauen könnte. Das müsste eigentlich...
die Schlussfolgerung jetzt sein, wenn ich jetzt nicht ganz blöd bin? Und das will ich nicht ausschließen, dass ich ganz blöd bin. So, runter hier. Jetzt muss ich mal eben gucken, haben wir eigentlich Erde mitgenommen? Ich muss hier mit Erde so ein bisschen experimentieren, sonst gehe ich hier völlig am Zahnfleisch. Erde haben wir ja reichlich. Reichlich genug dabei und ich glaube, wir brauchen auch Erde genug. Wir müssen hier nämlich unglaublich viel konstruieren und ausprobieren. So, am Fuße des Berges und ich sehe schon wieder nichts. Wo ist die Bahnstrecke denn jetzt? Da oben irgendwo ist die Bahnstrecke. Da oben ist sie irgendwo. Wenn wir jetzt fliegen können, wäre das natürlich deutlich besser. Die Kühe freuen sich auch schon, dass wir da sind. So, da oben ist sie. Sechsundzwanzig. Jetzt gucken wir mal eben. 1426. Schade, dass du die Zahlen jetzt nicht siehst. 26. So, das ist 26. Jetzt fangen wir hier mal eben an zu buddeln. Nee, ein bisschen weiter nach da. Da auch nicht. Egal, da machen wir das jetzt. So, und ich würde das Ganze auch gerne abschließen. 1426. In die Höhe. Und zwar auf die Höhe 71. Einfach nur, damit man dieses Gefühl von einem gleichständigen Dreieck hat. Wie viele Blöcke sind das jetzt hier? Da oben kommt doch die Bahn. Ich gehe mal einmal hoch. Ich muss mir das einmal angucken. Ich muss es einmal sehen. Leute, ich muss es einmal sehen, sonst klappt das hier alles nicht. Ich muss es mir angucken. Es, oh Gott, ist das hoch. Und wir machen wieder hier auf Risiko, wie wir das immer machen. So kennen wir das, so wollen wir das. Dauert ein Schritt mit Kuh. Ich dachte die ganze Zeit schon Mut. So, also, hier ist die Bahnstrecke. Genau so verläuft sie. Und genau so, wenn wir jetzt von diesem Punkt aus, das nicht genau machen, aber ungefähr. Wenn wir jetzt hier von hier aus, lass mal eben ganz kurz überlegen. So, hier ist ein Baum, das ist ja egal. Da gehen wir einfach so drüber. Oh, geil. Erde sparen, Erde sparen, Erde sparen. So. Was ist denn jetzt hier? Ach ja, der kommt uns in die Quere. Da müssen wir irgendwie dran vorbeikommen. Irgendwie müssen wir daran vorbeikommen. Ich bin jetzt gerade wirklich, du merkst das auch, ich bin jetzt gerade hochgradig konzentriert. Weil dieser Platz, lass mich jetzt mal eben schauen. Wir sind jetzt bei 2188. Bei ungefähr 2220 würde ich jetzt gefühlt sagen. Können wir hochbuddeln. Das ist erstmal die Grundlage haben. Erstmal die Grundlage. Erstmal die Grundlage aller Grundlagen. So, diesen Berg, da gehen wir einfach durch. Ohne Rücksicht auf Verluste. Hier gehen wir durch. So. Ja, Kohle wollten wir eigentlich mit der Glückshacke abbauen, ne? So. Eigentlich wollten wir das ja so tun. Das wollen wir ja nicht vergessen. Wir haben nämlich sonst bald keine mehr. Allerdings haben wir auch bald keine Glückshacke mehr, wenn das so weitergeht. So, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, hier stundenlang einzusammeln. Das bringt mich ganz von der Konzentration ab. So, Schwebeinsel, Schwebeinsel. Also wenn wir jetzt hier hochbuddeln, da müssten wir eigentlich locker oben ankommen. Das sind nämlich locker 31,
Blöcke in die richtige Richtung. Locker. Eigentlich sogar noch viel mehr. Wir könnten sogar, ja, also hier müssen wir, irgendwo hier müssen wir spätestens ansetzen, um steil nach oben zu kommen. Wir könnten allerdings auch so eine Zwischenstufe machen, dass wir, und das war der Vorschlag von Hanne übrigens, falls ich das noch nicht erzählt haben sollte, dass wir also eine Art Zwischenstopp auf der Schwebeinsel machen. Das wäre auch noch möglich, dass wir hier so eine auf halber Höhe irgendwie was machen. Ich weiß gerade nicht, wie hoch die Schwebeinsel ist, aber wir könnten natürlich tatsächlich, oh, jetzt müssen wir erst wieder schlafen. Wir könnten auch, boah, ich bin in dieser Folge so unglaublich konzentriert, wie lange nicht mehr. Man kann kaum reden, weil das wirklich jetzt gerade die Konzentration total fordert. So. Man könnte natürlich auch irgendwo bei der Schwebeinsel landen. So, dann nehmen wir das doch mal wieder weg, das Bett. Haben wir jetzt gar keine Fackeln mehr? Müssen wir mit Fackeln jetzt sparsam umgehen? Wir haben keine Fackeln mehr, gibt's ja gar nicht. Hier oben auch nicht mehr drin? Nee, keine Fackeln mehr da. Nur eine Banane. Damit können wir nichts machen. So. Ich muss mit Erde arbeiten, sonst komme ich nicht klar. Ich muss diese Erde einfach als Hilfe haben, sonst komme ich nicht klar. Ich muss jetzt hier so ein Erdgerüst bauen. Wie hoch ist die Insel? Wir müssen das jetzt ungefähr abschätzen. Da grabe ich mich jetzt nicht hin oder grabe mich hoch. Wir müssen das ungefähr abschätzen. Ein höher noch, oder? Irgendwie so. Oder so. Ich weiß es nicht. So. Nee, so. 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 Und von da aus, von hier aus, muss es eigentlich nach oben gehen. Weißt du was, wir machen das jetzt einfach. Wir machen jetzt... Ich mache das so langsam, weil ich Angst habe, dass uns was passieren könnte. Siehst du, man kommt nämlich ganz schön aus dem Trott. Welche Höhe müssen wir denn haben nochmal? 110 müssen wir haben. Wie viel haben wir jetzt? 95. Also es geht gar nicht so weit runter erstmal. Oh Mann, ey. Ich will das nicht. Also im Zirkus hätte ich nie arbeiten können, so als Artist. Wenn ich hier schon fast einen Herzinfarkt kriege. Das wäre nichts für mich gewesen. Aber jetzt haben wir jedenfalls den Anfang einer klaren Struktur. Und ab dieser Höhe, ab welcher Höhe ist das eigentlich, dass der Wind kommt? Ab welcher Höhe ist das? 100. Muss 100 sein. Wir sind jetzt auf Y102. Hallo? Y102. Ich zähle jetzt nicht. Zählen und Angst haben gleichzeitig geht nicht. Es geht aber nur eins von beiden. Oh. 108. Zwei noch. Ey, Alter, wieso mache ich denn immer diese blöde Escape-Taste? 109. 110. So, das ist die Höhe, die wir haben müssen. Ist sie das jetzt wirklich? Ja, sie ist es. 110. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich habe es mir aufgeschrieben. Das ist die Höhe. Das ist sie. Ich habe heute auch schon sehr oft Alter gesagt. Ich weiß, aber... Ich wünschte, ich wäre die Kuh. Ich wünschte, ich wäre die Kuh, die da so schön entspannt im Wasser schwimmt und sich überhaupt keine Sorgen machen muss. Nur ich muss es. Nur ich muss es. Nur ich muss mir die Sorgen machen. Wieso tue ich mir das auch an? Geil. Geil. So. So.
da geht's runter. So wird jetzt runtergebaut. So wird das auch was. So wird das was. Und was ich immer sehr gut finde, man fängt das ganze Ding auch... Man fängt am besten an, von unten nach oben zu bauen. Nicht von unten nach... Von oben nach unten. Das ist irgendwie nicht so toll. So, der Wind hat wieder aufgehört und wir können jetzt mal anfangen mit dem eigentlichen Steine setzen, würde ich sagen. So langsam jedenfalls. Boah, was für ein cooler Ausblick. Ist das schön? Ist das schön? Wenn wir sterben sollten, haben wir das jedenfalls nochmal gesehen.